Deswegen möchte ich Ihnen jetzt eine kleine Hitler-Imitation präsentieren und ich hoffe, Sie haben viel Spaß dabei. Jeden Morgen geht der Führer ins Badezimmer und sieht sich im Spiegel an, schon wieder schlecht gelaufen. Und diese Tränen, sagt er, unter den Augen, komisch, die kriege ich immer dann, wenn ich mit Eva, naja. Aber dieser Bart in meinem Gesicht, heute rasiere ich ihn ab und zwar rücksichtslos. Oder lieber nicht. Aber diese Bartstoppeln habe ich satt, wenn man sich noch so glatt rasieren kann, am nächsten Tag sind sie wieder dran. Mein Rasierapparat, wo ist denn mein Rasierapparat? Der Rasierapparat des Führers muss doch hier irgendwo im Bad sein. Sag mal, das gibt's doch nicht. Der Rasierapparat des Führers, quasi unerfindbar. Eva, wo ist mein Rasierapparat? Aha, da ist er ja. Ja, ja. Ruhe bitte, der Führer rasiert sich. Machen Sie bitte nicht so einen Krach wie im April 45. Der Führer rasiert sich. Ist das ein Braun? So, die Morgentoilette ist fertig. Halt! Das Aftershave. Der Führer holt aus dem Badezimmer-Safe eine Flasche mit dem schärfsten Eau-de-Cologne der Welt. Von Dr. Morell speziell für den Führer hergestellt. Hitler, das Eau-de-Cologne für den Mann. Jetzt auch als Deodorant und Aftershave. Hitler, riechen Sie mal kräftig dran. Das riecht ungeheuer imposant und nach Schäferhund. Schauen Sie sich doch um, den Männern heute fehlt das Fluidum. Jawohl, ich spreche von der überall verbreiteten Entscheidungsschwäche. Traurig, traurig, diese Männer bedaurig, wissen Sie was? Das kommt nur von dem Rasierwasser von Adidas. Denen fehlt dieser strenge Duft der Männlichkeit. Also diese Spur von Urin, also das Flair von Berlin, dieses Konzentrat der Selbstsicherheit. Eine Wunderwaffe bei den Frauen. Fragen Sie mal Eva Braun. Hitler, das Eau-de-Cologne für den Mann. Jetzt auch als Deodorant und Aftershave. Hitler, riechen Sie mal kräftig dran, das riecht ungeheuer. Imposant und nach Schäferhund. Wie Hess roch, wie Röhm roch, das wissen wir nicht. Das bleibt für immer im Dunkel der Geschichte. Von Göring gibt es lediglich einen Zwischenbericht. Es heißt, er roch nach Höring. Meiner Ansicht nach Quatsch. Doch den Geruch des Führers kennen wir noch. Obwohl böse Zungen sagen, der Führer hat den Mund geroch. Das ist eine unverschämte Lüge. Goebbels. Ja, der Goebbels roch aus dem Mund und zwar nicht mal nach Schäferhund, sondern unangenehm, äußerst unangenehm. Der hatte im Mund so eine Art Akzent, dieser Goebbels. Aber der Führer roch nach Hitler, das Eau-de-Cologne für den Mann. Jetzt auch als Deodorant und Aftershave. Hitler, riechen Sie mal kräftig dran. Das riecht ungeheuer imposant und nach Schäferhund. Boah, boah, boah. Pika, entschuldige mal, aber ich finde es ein bisschen überflüssig, in der Öffentlichkeit zu spekulieren, ob, hier, ob die Eltern Hitler ihrem Kind einen anderen Namen, ob die Eltern Hitler ihrem...